Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Heute gibt's wieder Blind Tasting. Ich habe zwei rauchige Malts mir ausgesucht. Einmal den rauchigen Malt im Einstiegsbereich schlechthin, den Artback 10. Die meisten von euch werden ihn kennen und schätzen. Ich tue das auch und ja, ist irgendwie wie die Golfklasse, behaupte ich mal. Deshalb habe ich den auf der einen Seite. Und auf der anderen ein, ja, eher wenig bekannterer, ein Edward Dower, ein Balechin, oder wie das auch immer ausgesprochen wird auf Gälisch. Edward Dower steht in dem Sinne nicht großartig drauf. Ich fasse kurz zusammen, war lange Zeit die kleinste Brennerei in Schottland, ist im Besitz von Signatory Vintage, das finde ich noch ganz, ganz wichtig. Und ja, die machen eben seit 10 Jahren jetzt rauchige Malts. Vorher gab es da immer so Sonderabfüllungen. Ich meine, dann waren es auch meistens nochmal irgendwelche Finishes dabei mit eben jüngeren Alter. Letztes Jahr, 2015, kam das erste Mal dieser 10-Jährige raus, den es jetzt wohl standardmäßig geben wird. Und er wird mit, wo haben wir stehen? Hier überall steht es auch klein drauf, Heavily Peated angepriesen. Und da dachte ich, komm, wie beim Autotest auch, da muss dann auch jeder Mittelklassewagen erstmal gegen den Golf ran. Also hier bei mir auch. Kleine unabhängige Abfüllerbrennerei gegen Handtaschen-Großkonzern. Ja, aber sonst kann man gegen den Artback 10 ja eigentlich gar nichts sagen. Also Alter. Der einzigste von Artback, der eins trägt. Auf jeden Fall zur Zeit. Nicht kühl gefiltert. Ich meine, sind sie alle und nicht gefärbt auch. Das ist wirklich schon super. 46% abgefüllt. Auch klasse. Und das war auch eben so ein Argument hierfür. Weil er ist auch 46% abgefüllt. Also passt da perfekt. Auch nicht gefärbt. Nicht kühl gefiltert. Passt sozusagen auch überein. Ich mach mal ein Foto von der Farbe gleich in durchsichtigen Gläsern und blende ich jetzt schon mal ein. Dann habt ihr da schon mal eine Vorstellung. Ich sehe es ja noch nicht. Samples, die meisten, die mich gucken, wissen es. Meine Frau hat sie vorbereitet. Ich weiß nicht, was drin ist. Ja, denn ich hole mal die Flaschen raus. Hier sieht man den Unterschied zwischen kleinen Betrieb, Mittelständler, und Großkonzern, Marketing, man muss es ja auch mal loben, Werbefuzzis. Das Ding sieht, finde ich, aus, ich weiß gar nicht, irgendwie als hätte ich das, ja, als wäre da jetzt so ein Mümmelmann-Jägermeister-Verschnitt drin. Aber Jägermeister hat ja auch ein gescheites Design, aber irgendwie so eine Billig-Variante. Also irgendwie ziemlich, ziemlich hässlich in meinen Augen. Das erste Mal sehe ich hier, eine Sache ist mir noch nie bei meinen anderen Dosen und Flaschen aufgefallen. Diese Dose hier ist gleich beschriftet auch für die USA. 750 Milliliter steht hier nämlich drauf. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, wie gesagt, sonst Schönheitspreis gewinnt diese Dose nicht. Aber ist bei Edward Dower auch häufiger so. Die haben da recht, tja, wilde Etiketten manchmal und. Hier steht es auch drauf, ist die Edward Dower Standardflasche eben. Da ist es eingeprägt im Glas oder hervorgehoben als Gravur, wie auch immer. Sonst findet man das nicht groß da irgendwo drauf. Machen ja viele. Brochleddy macht's mit ihrem Port Charlotte. Jetzt fallen mir erstmal nicht mehr ein. Doch, den Longrow von Springbank. Und es gibt da noch ein paar mehr, die ihre rauchigen Malts ja auslagern sozusagen. So, dann holen wir mal den Artback raus. Die altbekannte Standardflasche, ich finde es so eigentlich schön. Zur Zusammensetzung. Das Schöne ist ja, wie gesagt, wieder bei der kleinen Firma. Die schreiben auf der Verpackung
da nur bedingt wilde Stories drauf. Die wilde Story bei denen ist eben dieses Balechin. So hieß da wohl mal, wenn ich es richtig da mit meinem Deutsch-Englisch verstanden habe, eine Brennerei in der Umgebung. Ja, und so ähnlich wie sie es wohl bei Bruichladdich mit dem Octomore gemacht haben. Obwohl, da gab es ja nur eine Octomore-Farm oder wie auch immer. Dann schreiben sie aber drauf Zusammensetzung. Ex-Bourbon und auch ein Teil Oloroso Sherry. Eine schöne Info, die ich auf der Verpackung gefunden habe, ist, dass keine Fässer, ich weiß jetzt nicht, ob für die Abfüllung oder generell bei Edward Dauer, oder alle Fässer maximal zweimal benutzt werden, nicht häufiger. Das fand ich interessant und eine schöne Aussage. Hilft, zur Transparenz beizutragen. Sowas macht Artback natürlich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist so, die fürchten sich vor Transparenz wie der Teufel vom Weihwasser. Er ist, soweit wie man weiß, Ex-Bourbon. Ja, und Sherry sollte man da drin nicht finden. Also hier habe ich schon mal einen Unterschied. Den müsste ich doch eigentlich rausschmecken, sage ich mir jetzt. Ich sag in letzter Zeit zu oft wenn ich meine Videos schneide, das geht mir ganz schön auf den Nerven, muss ich dran arbeiten. Ja, wie gesagt, mit dem Sherry sollte er ein bisschen komplexer werden, mehr dazu gewinnen. Vielleicht macht das aber auch dann vielleicht den Nachteil aus. Hier habe ich einfach was Gradliniges. Eiler, Rauch, Ex-Bourbon. Fertig, mehr braucht es nicht für einen guten Malt. Okay, jetzt mal genug hier des Geredes. So, haben wir einmal rot und einmal grün. Ich werde jetzt gleich einmal direkt nacheinander beide riechen, wegen dem Rauch. Und sage ich gleich beim zweiten, das hat sich meine Nase dran gewöhnt und ich nehme ihn schwächer wahr. Deshalb werde ich das einmal kurz vorab machen. Schöner Rauch. Hier ist er etwas weniger. Also ich habe jetzt nicht recherchiert, was Heavenly Peated heißt bei dem. Aber das muss ja schon was sein. Ich kenne es von Ben Riach, wenn da Heavenly Peated draufsteht. Schlecht ist das nicht. Richtig schön. Kommt nicht ganz mit. Aber ich habe also nur eine ganz kurze Nase genommen. Ich habe extra nicht zu viel genommen, um das einfach einmal zu vergleichen. Damit ich jetzt eine frische Nase dafür habe. Okay. Dann nehmen wir hier unseren roten Vertreter. Was hätte ich sonst nehmen können? Ich wollte einen nehmen, den im Prinzip so ziemlich jeder kennt als Vergleich. Ihr wisst ja, ich teste auch mal einen Whisky einzeln, aber so einen, da kann ich einfach mehr Aussagen treffen, als wenn ich den für sich trinke, probiere. Ein Lafroig 10 mit 40% wäre nicht so gut gegangen, finde ich. Lagavulin hat gleich 16. Bowmore 12, okay. Der hat schon einen Sherry-Anteil, aber hat dann auch wieder nur 40. Karl Ila hätte man nehmen können. Muss ich jetzt passen, hat der 43. Kilchoman passt vom Alter her, finde ich dann nicht, wenn ich da so einen Marchio Bay nehme. Der hat aber auch einen kleinen Sherry-Fass-Anteil. Ja, klar, wie gesagt, ich muss mich ja für irgendwas entscheiden. So. Schöner Rauch. So eine Lagerfeuernote. Finde ich richtig klasse. So tief kann ich nicht reingehen bei meinen kleinen Gläsern. Will mich nicht immer wiederholen. Ihr, die mich immer guckt, ihr wisst es, was es mit denen auf sich hat. Mit der kleinen Öffnung. Rauch überlagert das Ganze. Und da kommt eine gewisse Süße. Eine Vanille-Karamell für mich, für meine Nase. Aber der Rauch ist ganz präsent. Irgendwie, da so Sherry-mäßig nichts durchkommt, ich sag's jetzt erstmal vorab, nur unter uns. Ich denke, das ist der Artback.
Der ist gut. Ja, meine Vermutung von eben. Jetzt habe ich diese... Ich sag's ja jetzt schon. Jetzt habe ich so eine Süße im Mund, die ich mit Artbeck-Süße gleichsetze. Hab mich irgendwie im Kopf schon festgelegt. Ich hoffe nicht, dass das der Balakin ist, weil eine Sherry-Note nämlich nicht wahr. Kräftig. Eine Würze, eine schöne dabei, also die das leicht so unterstreicht. Der Rauch überall. Auch solche Karamellnoten im Mund. Von mir aus irgendwo so ein bisschen Richtung so ein Hauch von dunkler Schokolade hingehend sind. Aber diese Süße, die ist total stark, finde ich. Richtig präsent. Ich hatte letztens den, ich weiß nicht, wie ich sie einstelle, den Covery Reckon. Oder wie diese gute Artback-Abfüllung auch heißen mag. Da hatte ich das auch. Die war zwar noch ein bisschen rustikaler. Ah, jetzt wird er immer angenehmer. Jetzt hat sich dieser Rauch etwas... Ist nicht mehr ganz so... ja... Stürmisch. Und ist jetzt super mit dieser Süße. Mit diesem Toffee. So eine... Also... Im Geschmack hatte ich es jetzt eher weniger, aber so eine Art Buttrigkeit dabei. So, die sagen ja gerne Butter Toffee, die Engländer. Ich will jetzt keinen zweiten nehmen. Kann sie besser gleich nochmal vergleichen. Oh, also habe ich hier noch meinen Löffel drin, den ich gar nicht brauche. So. So was Schönes im Mund. Ich mach's für euch. Wenn ich jetzt natürlich den Artback 10 als erstes hatte und der Balechin wirklich nicht so ganz so rauchig ist, bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Aber es geht jetzt geschmackstechnisch jetzt nicht nur darum, wer ist der größte Stinker. Ich meine, es gibt genug Whisky-Trinker, denen es nicht rauchig genug sein kann. Aber für mich ist das jetzt nicht alles. Also ich finde, eine schöne Kombination ist ganz, ganz angenehm. Ich hatte ihn zwar noch nie hier vor der Kamera getrunken, aber ich habe auch einen Octomore auf. Der ist schon lange auf. Sagen wir es mal so. Ist ein guter Gag immer beim Tasting oder wenn man mit ein paar Freunden zusammensitzt, die ihn noch nicht getrunken haben. Aber so, ja. Dann nehmen wir mal den Grün. Ja, Rauch in der Nase, auch ein recht angenehmer. Macht den Vergleich zum ersten, aber ist so ein bisschen geschlossener. Da kommt, finde ich, ein bisschen mehr Würze durch. Eine Frucht, die ich nicht so zuordnen kann, weil der Rauch dazwischen ist. Oder vielleicht, weil es verschiedene sind, Ex-Bourbon und Sherry, ich weiß nicht. Ich bin schon festgelegt. So. Viel mehr Würze. Such was. Also es ist genug da. Ist sehr komplex. Sherry-Noten finde ich nicht einzeln.
Ich finde, ich habe keinen Eiler-Charakter da drin. Nur jetzt, um es zu vergleichen. Nicht, dass das jetzt eine Voraussetzung ist. Sehr fruchtig jetzt. Auch ein bisschen dunkler werdend. Also ich bleibe bei meiner Prognose. So stelle ich mir dann eher auf jeden Fall ein Festlandraucher vor. Der hat einfach dieses herbe Eiler-Feeling ist da nicht drin. Dieses, was eben manche eben mit Seetang und der andere mit Maritim und wie auch immer übersetzt. Sehr angenehm, sehr angenehm. Ich nehme den jetzt nochmal. Ist schon kräftig, so ist nicht. Ich meine, die haben beide 46%. Ist ja jetzt nicht, dass hier einer schwächer abgefüllt wäre. Aber der ist mehr Gentleman, der ist... ruhiger, angenehmer. Was ist ruhiger, angenehmer? Das ist ja schon, könnte man ja als Wertung auslegen. Irgendwie habe ich sowas Klebriges. So Konsistenz. Sirup ist das nicht? Ich kann es nicht deuten. Ich mache jetzt mal auf. Also, grün, Edward Dauer und rot, Artback. Ich muss es dann gleich umstellen, wenn es wirklich so wäre. Ja, ist so. Hat selbst hier der Amateur hingekriegt, der Geschmackslegastheniker. Also ein Artback erkennt man. Also, wenn man einen Edward Dauer daneben stehen hat. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, also dieses Eiler, dieses Inselmäßige, das ist schon eine Eigenschaft, warum diese Insel auch so gehypt wird. Also es ist einfach, es ist auch nicht für jeden was, aber so, es ist schon brachial. Also wenn einer unbedingt einen Eiler-Mold haben will und denkt jetzt mal, jetzt habe ich die Insel durch, jetzt gucke ich mal auf dem Festland, da gibt's auch was mit Heavily Peated. Der ist mit dem Balachin, glaube ich, nicht... komplett zufrieden, wenn er Eiler als Maßstab nimmt, um das so zu sagen. Ich nehme ihn jetzt noch mal in der Nase. Ja, also der Artback ist auch rauchiger. Das auf jeden Fall. Ich meine, man hätte sich's denken können. So rauchig, wie die an der Südküste sind von Eiler, sind wenige. Ne? Aber er kommt hier jetzt immer noch nachträglich durch. Ich habe jetzt hier wieder so eine stärkere Frucht drin. Die es ganz annehmbar macht. Sehr wahrscheinlich durch eben das Oloroso-Fass. Edward Dauer hatte ich bis jetzt erst... einen im Glas, der war komplett im Sherryfass gelagert. Kann ich deswegen nicht so ganz vergleichen, aber so halb schon. Also ich behaupte mal, hier habe ich wirklich einen Edward Dauer drin, der rauchig ist. Und wer darauf steht, oder auf eben Festland, Whiskys, Edward Dauer ist Highland, ne? Ja, meine ich schon. Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Highland Single Malt steht auf jeden Fall drauf. Gut, steht auf den Space Side dann auch oft genug. Aber ich meine, die kommen nicht aus der Space Side. Wer gerne mal einen Edward Dauer in rauchig hat, hätte, der ist ja beim Balachin genau richtig aufgehoben. Oder denjenigen, die denen dieser Eiler-Kick einfach zu viel ist, eine Spur zu viel, der fühlt sich hier bestimmt auch heimisch. Ansonsten, das Ding hat ja alles. Eine Altersangabe, wie gesagt, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, 46 Volumenprozent.
Quanta Costa sind die beiden, meine ich, auch gleich. Ebenso um die 40 Euro kriegt man sie. Ja, Artback 10, einfach eine Referenz für sich, wenn es um Islay Malt geht. Also hat mich wieder mal hier jetzt im Blind Tasting. Ich finde, da schmeckt man, riecht man, beobachtet man das Ganze immer noch ein bisschen genauer, als wenn man schon weiß, was man im Glas hat. Und dann irgendwie im Unterbewusstsein ruft mein Gehirn dann gerne die abgespeicherten Klischees ab, um es mal so zu sagen, um die dann wieder zu finden. Aber ich gehe dann nicht auf die Suche nach was Neuem. Also wenn ich bei meinen ersten paar Malen dann das und das nicht gerochen, geschmeckt habe, dann wird es bei den Malen danach schwieriger, das dann auf einmal zu entdecken. Und da bietet ein Blind Tasting, finde ich, immer eine gute Gelegenheit. So, genug gesabbelt. Balachim, auf jeden Fall Daumen hoch. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.